gezogen haben, wo wir zu tief dann auch gestanden haben. ولكن لاحظنا بسرعه انه لو تعطيت الملعب لفريق الشباب يلعب كره جيده وكره بينيه جيده لهذا قررنا بان نزيد مهاجم ثاني. Dadurch habe ich dann nachher Eisa auch gebracht in der zweiten Halbzeit, um wieder auch mehr hinten rauszurücken, uns nicht so reindrängen zu lassen. Dann sind wir wieder besser im Spiel drin gewesen. نضغط بشكل جيد وبشكل صحيح على فريق الشباب انه ما يلعبش كرات ورا حتى يتقدم بشكل افضل. Unterm Strich ein glückliches 0-0 muss man sagen für uns. وبصراحه يعني مباراه جيده ومباراه مفتوحه للفريقين كانت فرص للفريقين كذلك. اشكر المدرب ايضا. شكرا لكم. اسئلتكم يا اخوان. تفضل. ابتدي احب امسي عليكم وعلى المباراه، لكن سؤالي هل المدرب مقتنع فعلا Also bist du damit einverstanden bzw. glücklich, wie wir gespielt haben oder wie wir bis jetzt spielen? Ist das eigentlich der richtige Hilal? Ja, natürlich können wir besser Fußball spielen, das ist ganz klar. Aber wir haben heute auch gesehen, dass der ein oder andere Spieler nicht seine Form gebracht hat. Und ja, dass wir auch teilweise auch gerade in unserem Offensivspiel auch ein paar Probleme haben, das wissen wir auch. أول شيء حاب أكد لك أنه دائما هو يطمح للأفضل وفريق الهلال ممكن يلعب أفضل، خصوصا أن اليوم شفنا بعض اللاعبين اللي ما كانش المستوى بتاعهم بشكل جيد، وهجوميا ممكن نصير أفضل. هذه الأشياء متفق معك. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit ja auch im Januar auf dem Transfermarkt nochmal zuzuschlagen. Wir schauen, wir sind in Gesprächen, ja, weil wir doch gesehen haben, dass wir vielleicht doch die ein oder andere Verstärkung schon gebrauchen können. وننتظر فترة انتقالات مقبلة إن شاء الله حتى ندعم الفريق بعناصر اللي ممكن تساعدنا، خصوصا أنه كاين بعض النقص ويعني المسؤولين متفقين معنا في هذه النقطة هذه. Wo ist das Problem genau? Welches Problem? المشكلة يعني شو هي المشكلة؟ المشكلة اللي هو يعني يعتقد أنه هو ممكن نعطي ممكن نقدم. احنا بتقول السؤال هذا معناه في شيء يعني there's some gap. Du hast gesagt, dass wir auch besser spielen können. Wo ist das Problem, dass wir das nicht machen? Weil die Spieler, ja, das Problem ist, dass wir das nicht konstant genug machen, ja, über 90 Minuten hinweg. Aber ich glaube, das ist ganz normal in einem Fußballspiel. Es ist ja nicht so, dass wir Barcelona sind und jede Mannschaft an die Wand spielen. Chabab hat eine klasse Mannschaft. Wer soll sich mal die Ausländer von Chabab auch angucken, was die für eine gute Mannschaft zusammengestellt haben. Die haben noch kein einziges Spiel in dieser Saison verloren, ja, und wir sind immer noch einen Punkt vor ihnen. Ja, klar spielen wir nicht guten Fußball, aber das sagt mir eine Mannschaft in Saudi-Arabien, die hier überragenden Champagner-Fußball spielt. أول شيء تعرف قلت إنه اللاعب اللي موجودين عندنا في الفريق ممكن كنا نجيبوا لعيبة أفضل، خصوصا إن نشوف مقارنة مع اللاعبين تاع الشباب الأجانب تاع الشباب أجانب جيدين جدا. هذه النقطة ورغم ذلك فريق الهلال متقدم. Letztes Jahr war hier Thiago Neves, hier war Wilhelmsson, hier war Radoy, hier war Lee, das war eine eingespielte Mannschaft. Und wenn man gesehen hat heute, ja, jeder hat gesehen, dass Yu seine Probleme hat, ja, im Angriffsverhalten. Imanawa war nicht dabei. Ja. Die einzigen beiden sind Adil und Yusuf, die konstant ihre Leistungen bringen. Ja. So sieht's aus. Das ist Fakt. كذلك انه لازم ما لازم ننسى انه الفريق الهلال كان عنده مجموعه من اللاعبين جيدين اللي لعبوا مواسم مع بعضهم البعض. السنه هذه اللاعبين الاجانب اول سنه اول موسم، يعني لازم هم وقت حتى يتاقلموا. لازم كذلك نشوف انه يو كانت عنده بعض الصعوبات حتى يتاقلم مع الفريق. ايمانا ما موجود اصلا مع الفريق، الوحيدين اللي موجودين الان هو اللاعب عادل واللاعب يوسف اللي كيقدموا مستويات لحد الان متميزه. هذه هي النقطه يعني المهمه اللي لازم نتكلم عنها. ايضا في البداية بالنسبة للمدرب يعني هو تكلم انه ينتظر فترة الانتقالات الشتوية، يعني هل اللاعبين الاجانب غير مقتنع فيهم؟ هذه ناحية، وبعدين من الناحية الثانية الجماهير طالبت برحيل توماس دول، ما مدى رد عليهم؟ Also das sind drei Fragen. Erste Frage, du hast gesagt, dass du nicht zufrieden mit ein paar Spielern bist, also dass du neue Spieler haben willst. Heißt das, dass du nicht zufrieden mit den ausländischen Spielern? Das ist die erste Frage. Zweite Frage ist, dass eigentlich viele haben eigentlich verlangt, von den Verantwortlichen verlangt, dass du weggehst. Macht dir das eigentlich Druck oder nicht? Dritte Sache ist eigentlich, das Spiel von Juventus hat uns eigentlich eher beschäftigt als das Spiel heute. Also ich fange mal mit der dritten an. Also keiner hat ans Spiel gegen Juventus gedacht, weil
sicherlich der ein oder andere sicherlich nur ein paar Minuten spielen kann, vielleicht morgen, ja, weil man nach einem 90-Minuten-Spiel nicht gleich wieder Fußball spielen kann. يبدا اول شيء بالسؤال الثالث بالنسبه لمباراه جوفنتوس يعني مباراه مش مهمه للفريق لان ولا واحد يفكر في هذه المباراه المباراه المهمه هي مباراه الشباب auf frage 2 antworte ich gar nicht weil das interessiert keinen ob es mich belastet oder nicht بالنسبه للسؤال الثاني